Moin, willkommen in Magdeburg am Hauptbahnhof. Hier fährt die S-Bahn Mittelelbe mit Triebwagen der Baureihe 425. An diesem nebligen Abend Ende Oktober 2022 sehen wir einen Zug bei der Abfahrt in Richtung Stendal. Ein weiterer Zug ist südlich vom Hauptbahnhof abgestellt. Noch etwas weiter südlich liegt der Halt Hasselbachplatz. Der Zugang ist etwas versteckt. Man muss hier zwischen dem Haus und einem Parkplatz hindurchgehen. Der ganze Zugang ist sehr einfach gestaltet. Am Bahnsteig fährt gerade ein Güterzug vorbei. Wir sehen in Richtung Magdeburg Hauptbahnhof. Eine S-Bahn nach Schönebeck-Bad Salzelmen kommt an. Szenenwechsel. Wir sind in Tangerhütte zwischen Magdeburg und Stendal. Eine S-Bahn nach Stendal fährt ein.
Ein Güterzug fährt durch. Die Strecke zwischen Magdeburg und Stendal ist auch eine wichtige Strecke für den Güterverkehr. Das kleine Stellwerk hat schon bessere Zeiten gesehen. Hier sehen wir die S-Bahn in der Gegenrichtung nach Magdeburg. Ansichten aus Stendal Hauptbahnhof. An einigen Zügen ist ein großes S-Bahn-Symbol angebracht. Wir verlassen Stendal an Bord einer S1 nach Magdeburg und Schönebeck. Dabei ist es nicht so wichtig, die Linie S1 hervorzuheben. Im Jahr 2022 bestand das Netz der S-Bahn Mittelelbe nur aus dieser einen Linie. Mittelelbe, das klingt so ähnlich wie Mittelerde. Der Name kommt aber daher, dass diese S-Bahn Orte im mittleren Abschnitt der Elbe verbindet. Die S1 führt von Wittenberge über Stendal und Magdeburg Hauptbahnhof nach Schönebeck-Bad Salzelmen. Werktags fahren die Züge teilweise halbstündlich zwischen Stendal und Schönebeck-Bad Salzelmen. Sonntags fahren die Züge hier stündlich. Meist fährt jeder zweite Zug über Stendal hinaus nach Wittenberge weiter oder kommt von dort. Ausstieg links. Als nächstes seht ihr eine Ausfahrt aus Wolmirstedt.
Zum Schluss folgen Aufnahmen aus Wittenberge. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Achtung Schnellfahrten, beachten Sie die Sicherheitshinweise am Bahnsteig.